Es ist gute Sitte und alter Brauch, wenn der Hausherr in die Arena reitet, dass sich das Volk, ihr also, von den Aftabellen erhebt. Steht auf! Auch in diesem Jahr sind wieder Ritter aus allen Herren Ländern nach Kaltenberg gekommen, fahrendes Volk, Gaukler und viele, die dieses Turnier zum größten Turnier der Welt gemacht haben. Ich möchte mich bedanken bei unseren Medienpartnern, bei der Süddeutschen Zeitung und der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Ich möchte mich aber vor allem bedanken bei einem großen Publikum, das über Jahrzehnte in Kaltenberg immer dabei war und dafür gesorgt hat, dass hier ein großartiges Turnier gefeiert werden kann. Im Hintergrund sind hier Tausende von Leuten, die mitarbeiten. Und wenn Sie daran denken, vor 40 Jahren war hier eine grüne Wiese, auf der das erste Turnier stattgefunden hat. Später kam dazu unsere Arena, noch später ein Dach. Und heute haben Sie ein richtiges, perfektes Mittelaltergelände, in dem dieses Turnier stattfindet. Ohne die Mitwirkung der vielen Leute hinter den Kulissen wäre so eine Veranstaltung gar nicht vorstellbar. Bei Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz, die vielen Leute in der Gastronomie, auf den Marktständen und in der Regie. Das ist eine fantastische Veranstaltung und ich hoffe, dass sie auch noch weitere 40 oder 50 Jahre stattfindet. Das Turnier nehmen Sie einen Anfang.